Wem kann ich hier trauen? Niemandem. Schon bald werden Gäste aus der ganzen Welt diesen Turm besuchen. Dann werden viele Menschen sehen, wie ich kämpfe. Und ich werde weltberühmt, jawohl. Aber du bekommst meine speziellen Kampftechniken heute vor allen anderen zu sehen. Auch nicht vor den ganzen Leuten, das ist mir peinlich. Artist Mascara, wirklich. Mascara. Toll. Ich weiß ja nicht. Also wenn die jetzt keinen Maskenregen dabei hat, ne? Wahrscheinlich nicht, hatte keine Forschung gehabt. Ja, Donnerblitz auf Artillerie, glaube ich, ne? Balderfisch bei auf Boden, ne? Balderfisch ist Gift. Aber geh auf Balderfisch drauf, weil der kann dich vergiften, wenn du da wirklich drauf haust mit Berührung. Okay. Artillerie ist einfach nur irgendeine Krake, die kein Mensch ernst nimmt. Und Flügelschlag noch mal hinterher, oder? Das ist der direkte Treffer, den ich vermeiden will. Ja, stimmt. Und Wasser geht auch nicht, weil er hat 2 Absorbat garantiert. Nee, ich hab doch gerade gesagt, der hat den Stachel. Stimmt, er kann nichts gleichzeitig haben. Macht wenig Schaden, aber immerhin. 7 Level? Ist wenig. Das ist ein Drittel des Lebens fast. Ist trotzdem wenig. Na? Okay. Plank. Besser. Kauf jetzt diese Balleverschleich und erhalte eine Vorstellung von Simon direkt hinterher, ja. Genau. Soll ich nachfragen? Es taucht uns nicht diesen. Keine Ahnung, ich hatte irgendwie so bei ihrer Synchronisation das Gefühl, sie ist ein neuen Live. Moderator, Verkäufer, Schrägstrich, was auch immer zu machen. Ja. Donnerblitz auf Simon. Wir müssen Simon töten. Nein! Was? Bodycheck und Killerie, komm. Das ist doch weg. Stimmt. Es kann sein, dass man da Psychoproblem was macht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies nicht der Fall ist. Jo, ja. Okay, egal. Kaskade. Mantags aufhalten, jai. Nö. Nicht? Ah ja, schlimm war er nicht. Hm? Weg ist es. Jo. Ich sollte den EP-Teil rausnehmen. Ausnehmen? Rausnehmen. EP-Teil, da gibt mir alle Geld. War besser sein Mascara. Was? Ja, schon klar. Impact-Aktor? Jo, ne? Ja, immer noch. Das ist ein Wasser-Pokémon über Wasser-Pokémon. Und heilen. Ja. Sprudelreich, denke ich mal. Ja. Mascara von Maybelline Amethyst. Was? Klar, Maybelline, verstehe ich ja. Aber warum bist du gerade auf Amethyst gekommen? Weil das andere Product Placement wäre. Ah, ja. Ich sollte wirklich den Epital ausnehmen, ja? Gib mir all dein Geld! Warum mussten die ganzen größeren YouTuber nur anfangen mit dieser blöden, behinderten Stimme? Ich weiß es nicht. Du kannst die auch nicht. Lass es sein. Problem ist nur, seitdem ich die so viel öfters höre, die passt einfach immer, wenn ich irgendjemanden komplett derpig und komplett dämlich einfach irgendwas sagen will. Ich sag das viel zu häufig mittlerweile. Hat Octillerie-Säure. Warum? Weil die Augen danach aussahen.
Octillerie ist, glaube ich, auch Wassergift oder so, kann sein. Oh nein, ich habe verloren, bevor ich berühmt werden konnte. Glaub mir, dein Name geht in die Geschichte ein. Aber nicht wegen dir. Ich werde noch mal üben, bis ich eine charismatische Trainerin geworden bin. Also Charisma hast du genug, Frau, das sage ich dir. Frage des Tages, gehen diese Türen auf? Tun sie. Okay. Das sind Elektrotüren? Ich möchte mich gerne heilen irgendwo. Ich frage eine Rezeption nach. What? Puh. Na, hab ich euch erschreckt? Hall, hall, hall. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass hier jemand durch die Tür kommt. Und meine Pokémon werden euch gleich einen noch größeren Schrecken einjagen. Ich möchte mich doch heilen. Tyranno. Schritt 1, nehme seine eigenen Pokémon. Schritt 2, nun reibe sie an dem seinem 12-Pack. Schau genau hin, der hat mehr als 6. Die andere Hälfte ist quasi, drückt sich durch den seine Hose durch. Der so ist genau so. Habe ich da nie hingesehen. Das habe ich nur gerade bemerkt, so irgendwo. Ja. Das Normal-Pokémon, einfach wirklich mit Durchbruch ran. Was keinen Sinn macht, also Donnerblitz, weil es stärker ist. Ja, also. Theoretisch würde ich sagen Knuddelluft, weil wegen Gesang oder so. Wäre besser, ja. By the way, Serious Lee, zwei Pokémon. Was? Okay. Er hat nur zwei Pokémon dabei. Ah. Ups. Geht um ein Level Pro. 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 Ja. Ja, mei. Geht um ein Level Pro. Ja. Ciao. Mediflop. Was? Was? Ich hab den EP-Teil immer noch nicht rausgenommen. Komm, lass ihn einfach drin. Ist egal. Nein, ich will kein Ampharos, das auf Level 50 ist. Es werden ja noch 48 rumhängen. Warum nicht? Das ist unfair. Aber es wäre unfair. Leide. Ja, ich. Leide. Ach ja. Ja. Junge, du bist kindisch. Bin ich? Ja. Nein. Doch. Der Kerl da, ich doch nicht. Der Kerl hat ein 12-Pack, du nicht. Ich hab ein ganzes Fass. Das spricht nicht für dich. Ist mir egal. Ah, schrecklich. 1080p. Die ganze Zeit still zu stehen und einfach nur zu warten, das ist unglaublich anstrengend. Ich wette, du hättest damit auch Schwierigkeiten, oder? Och, das mache ich häufiger. Tja, habe ich jetzt diesen Raum betreten, ohne angegriffen zu werden. Nope. Nope. Was? Oh! Wer ist Slam? Wer war nochmal Slam? Vego, ich bin's, Slam. Ich habe mich verkleidet, mir reinzukommen. Na, überrascht, ich habe den gerade nicht so synchronisiert, oder hast du den vielleicht so synchronisiert? Egal. War Slam nicht der eine Kerl mit den grünen Haaren am Vordereingang von Pyritos? Nee. Das war der Kerl, der sich gegen. Doch, ja. Das war praktisch der Kerl von Gar, der den da so hintergangen hat. Der mit dem grünen Haar war ein anderer. Ah ja, der mit den grauen Haaren, ne? Nee. Mhm. Ah ja, okay, ja. Der ehemalige von Vancouver. Ich glaube trotzdem, dass du den gesprochen hast, ja. Also, hier ist die Info. Der Boss des Team Krypto wartet auf euch in der obersten Etage im Kolosseum. War klar. Ich habe gehört, er hat das ultimative Krypto-Pokémon. War zu erwarten. Flagmon. Vego, Snow. Passt bloß gut auf euch auf. Nebenbei. Hm? Ja, das ist nicht Carpador, nicht Flagmon, aber okay.
Danke. Danke. Hey. Spielhalle. Spielhalle. Ist die Musik da wenigstens gut? Nein, es ist immer noch dieselbe. Bah. Geh andersrum, der wird dich angreifen wollen. Ich will spielen, aber ich kann nicht. Red mit dem Clerk. Der Clerk. Der Clerk. Willkommen. Schön, euch mal wieder hier zu sehen. Mal wieder. Oh, erinnert ihr euch noch an mich? Ich wurde entführt. Was? Ihr müsst euch erinnern. Ist schon eine Weile her. Wir haben uns in Fennec getroffen. Ich habe meine Stimme geändert. Oh. Echlach. Mein Name ist Marino. Ihr habt mich vielleicht vergessen, aber ich vergesse nichts. Ich bin der, von dem ihr das Imperator hättet kriegen können. Gekriegt habt. Genau, da war ja was. Ihr hattet die Stirn, mir meinen Tyrakrog zu stehlen. Aber heute ist endlich der Tag der Abrechnung gekommen. Ich will doch nur aufheilen. Ich glaube kaum... Du kannst doch nicht oben aufheilen, oder? Gut möglich. Alter. Gift. Gift. In der Spielehalle. Johanne. Boden und Psycho ist sehr effektiv gegen Gift. Davon haben wir. Doch mit Keifel kann man da rangehen, aber egal. Ansonsten einfach. Ja. Sind eh nur mit zwei Pokémon schon wieder. Einfach. Ein Club. Du bist müde. Ein bisschen, weil ich tue ja doch recht wenig. War ein langer Tag für mich heute. Springt auf. Aha. Sprungfeder. Leim. Tauschen. Denke ich. Ja. Ja. Ah, ist das eine Folge gut. Vielleicht, ne, wenn das eine neue Folge gerade ist. Soll das sein lassen? Ja, mal schauen. Der Clerk. Cool, das ist das einzige Projekt, dass ich nicht direkt schneide. Ja, erst im Hinterher. Was voll viel Aufwand ist. Och ja, mehr kann ich. Tu ich aber. Nein, tust du nicht. Hast du nicht zu. Doch, mich Schaufler. Schaufler. Schleimock. Stahlflügel? Stahl? Nein, ich würde sagen Finte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auch wieder da auf Gronk. Gronk. Auf Gronk. Ja. Ja, mach mir Gronk platt. Guck mal einen Gang. Wir legen eine Finte. Mhm. Aha. Schon wieder. Dann hauen wir doch mal Slimog drauf mit. Ja. Nicht mit Finte in dem Fall. Sondern. Ja, macht beides gleich viel Schaden. Ich glaube aber Stahlflügel ist in dem Fall besser. Hat mehr AP, ja. Ja. Das ist auch so in den Augen. Ja, das Team besteht auch aus Giftmüll. Ach, der EP-Taler. 49, yeah. Der Clerk. Ja. Frag nicht. Das Vieh ist gerade in der Luft getanzt. Ja.
Warum? Keine Ahnung. Don't care, Blizzard, Stahlflügel, puff. Nein, Blizzard, Stahlflügel, Spielerhalle. Was für Ideen kommst du überhaupt? Auf was für Ideen bringst du mich überhaupt, ha? Weiß ich nicht. War nicht beabsichtigt. Natürlich war das nicht beabsichtigt. Ja, und ist dann schon wieder in der Luft. Lach-Yoga. Es macht Yoga, du lachst. Was? Wie? Wo? Schade. Egal. Nice. 3 HP? 4? Vielleicht? So. Jetzt nicht mehr. Haben wir es dann endlich? Stell dir mal vor, wie arm das sein muss, dass du noch so wenig Leben hast, dass eine Schneeflocke das Leben aushaucht. Tja. Verflucht. Schon wieder verloren. Das war ich. Achso. Schon vergessen? Der Clerk. Ja, ja, der Clerk. Ist das ein Fotoautomat? So ein uralter? Wo? Geh einfach hoch und nochmal dann oben links. Wir wissen, was das ist. Schade, es ist gar nichts. Nö. Da ist ein Feind. Ein Feind! Enemy spotted! Da geh ich halt hochgehen. Jo. Schaden kann's nicht. Doch, kann es. Ja, ich sitze jetzt in einer schweren Kapsel. Mit Snow. Kraftfeld. So viel zum Speichern. Oh, Shakira, Shakira. Whenever. Okay. War das auch ich, ja? Oder warst du das? So. Ihr habt es tatsächlich bisher geschafft. Eine reife Leistung. Vego Snow, ich heiße euch herzlich willkommen im Lagerturm. Ich glaube, ich war das. Aber egal. Weiß nicht, man nennt mich Shakira. Ja, beim Bürgermeister war ich es, glaube ich. Erinnert ihr euch noch an unsere erste Begegnung damals in Fennec? Ich wusste gleich, dass wir uns irgendwann wiedersehen würden. Dennoch erstaunt mich euer Durchhaltevermögen. Der Weg hier hinauf war hart. Mit Absicht. Aber genug geredet. Wir haben einen berauschenden Empfang zu eurer Begrüßung vorbereitet. Ich werde mich schon einmal nach oben begeben und euch dort erwarten. Kommt doch bitte nach, so schnell ihr könnt. Hehehe. Nebenbei, das. Ja, da ist nicht Mr. Spock. Was nicht das war nicht Kirk, Spock, das war G-Man, aber egal. Das natürlich auch, aber ich meinte auch Kirk und nicht Spock, aber egal. Nein, Kirk spricht total anders und noch abgehackter und vor allem nicht so geheimnisvoll, wie G-Man das tut. Es ging aber nur um das Abgehackte. Vego, schnell, wir müssen eben hinterher. Nope. Wir müssen diese Tür öffnen und reinrennen und sterben. Nein. Doch. Scheinbar. Und gibt's hier nur eine Tür. Das ganze Ding ist so verdammt symmetrisch aufgebaut. Hier ist ein Hauptturm zumindest. Und jetzt. Das nennt sich Asymmetrik. Ist so ein Schreibstil. Kerl? Speicher erstmal. Wäre besser. Was macht er vor meiner Heilstation? Keine Ahnung. Heilen? Darf er nicht, ist meine. Du. Ja, okay. Meine Pokémon sind alle wieder fit. Das bedeutet, ich kann jetzt ganz locker gegen dich kämpfen. Chuck. Ich werde ihn mir einen Schuh benutzen.
Also mit deinem Fuß rein? Ja. Ich weiß nicht, was du für Vorstellungen hast. Ich werde dich wie eine Schuh benutzen. Wie benutzt du Schuhe sonst? Sag es mir. Es war schon richtig, aber diese Betonung, die hat irgendwie auf hingewiesen, dass du auf irgendwas anderes hinaus wolltest. Ja, ich versuchte nur herauszufinden, was du gemeint hast. Jetzt habe ich dann dementsprechend eine Frage gepackt. Es tut mir leid. Es klang halt irgendwie so ein bisschen was suggestiv. Also ja. Retro-suggestiv eigentlich. Wie kann es denn bitte nicht suggestiv sein? Weiß ich nicht. In welchem nicht komischen Sinne hättest du das meinen können? Sag es mir. In dem Sinne, wie ich es gesagt habe. Wegen dem Namen. Chuck. In die Schuhe. Chucks. Ja, ich werde Chuck, dich wie Chuck, Chuck. Inwiefern willst du ihn wie einen Schuh benutzen? Ich werde ihn ins Regal stellen und dann nie wieder verwenden. So benutzt du deine Schuhe? So benutze ich meine Schuhe. Zumindest die, die mir nicht gefallen. Ja. Ja, ich kaufe mir auch Schuhe, die mir nicht gefallen, nur um sie ins Regal zu stellen. Die gefallen mir nicht mehr, das war... Ein HP, whatever. Mhm. Tipps. Ja, Tipps. Und da stehe ich in meinen Aufnahmen zu essen. Unsere Aufnahme, ich darf das. Ach ja. Ich liebe es übrigens, die Schwerpunkte von Pokémon komplett egal sind. Ja. Ein HP reicht locker, hast du gesehen. Jo. Verflucht. Blöder Schneeverderber. Ja, ja. Jetzt geh von meiner Heilstation weg. Ja. Heilstation. Was? Ja, nee. So.